Frage. Die Menge tobt. Die Menge tobt, ja. Die Ersten sind bereits nackt und tanzen auf dem Podest. Da, aber Menschen sind da und ist ganz cool. So, jetzt ist der Heiko Maas gerade gekommen. Das ist unser Bundesjustizminister. Das ist ein ganz, ganz kleiner Mann. Und der steht jetzt gerade da. Da, wo die ganzen Presseleute sind und die Bodyguards. Sieht man das? Ich glaube, der Heiko Maas, der war früher mal hübsch, aber auch damals schon sehr klein. Der ist ein ganz, ganz kleiner Mann. Dankeschön, du auch. Ja. Das ist der René Koch. Ja. Mäuschen, du trittst heute Giraffe auch rein. Ja. Ja. Was machst denn du? Ja, ich singe vielleicht ein, zwei Liedchen von Whitney Houston. Nein, von der Whitney Houston. Ja, von der Whitney Houston. Ja. Also sie überrascht uns heute, die Kenner, mit Whitney Houston. Natürlich ein bisschen was Schnelleres um die Leute. Ich weiß ja, das ist alles ein bisschen politisch heute und versucht die Leute ein bisschen zum Hopsen zu bringen. Ja, hier in diesem Zelt ist es wahnsinnig heiß. Ich möchte hier sofort wieder rausgehen. Danke, ihr Kenner. Gerne, gerne. Einfach raus, Darling. Ja. So, da bin ich wieder. Hannelore wohnt am Heißentor bei einer Blumenfrau. Hannelore singt bei kühlen Chor, man hört es nicht genau. So, jetzt kommt nämlich gleich der Minister, kommt jetzt gleich, der ist da. Hannelore spricht ein Blumenfrau. Wenn es um die Menschenwürde geht, wenn es geht um die Menschenwürde, Homosexuelle, zu Verbrechen. Das ist der Heiko. Nur weil sie geliebt haben, dann kann das nicht so stehen bleiben. Und das ist ein Bodyguard. Das ist ein bisschen geil. Ja. So, jetzt geht er mal. Jetzt geht er schon wieder weg, der Heiko. Wir würden gleich jetzt euch geht mal mitnehmen. Ja, ja. Jetzt geht der Heiko schon wieder weg. Wir wollten doch zum Heiko. Geht der Heiko jetzt nach Hause? Jetzt geht der Heiko. Wo ist denn jetzt der Heiko Maas? Jetzt ist der Heiko Maas weg. Heiko! Jans. Hallo! Wenn man eher ein Bild zusammen macht. Ja, gerne. Jetzt. Oder hast du? Mein Handy ist beim Stand. Na gut, machen wir gleich. Heiko! Heiko! Solange die Bäume. Heiko! Gib es nur ein! Ist der Heiko Maas hier vorbeigelaufen? Nein. Heiko! Wo ist der denn? Heiko! Kann man nicht wahr sein. Verdammte Scheiße. Jetzt ist der weg. Haben Sie den Heiko Maas gesehen? Ja, der ist los. Wo denn? Schon weggefahren? Verdammt. Wollt ihr ihm noch einen Kuss geben? Wer will auch einen Kuss? Du willst einen Kuss haben? Ach komm, ein Kuss. Ach komm, ich beiß doch nicht. Dann kriegst du jetzt einen Kuss, weil du das größte Maul hast. So. Weißt du Bescheid? Das ist die Bettina Böttinger. Mein Name ist Jessica Parker. Ja, wunderbar. Ich mache heute Musik. Was machst du eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Ich weißt du auch nicht? Ich okay. Schönes Outfit. Sehr cool. Ja, danke. Aber warm. Ja, frag mich. Kälter. Ich habe eine Mütze auf dem Kopf, Mäuschen. Ich habe jetzt hier die Frau Lüders. Warte mal. Hier. Eine Etage tiefer ist die Frau Lüders. Hi. Schöne Rede. Kleine Etage, aber hoch. Kleine Etage, aber hoch. Läuft's gut bislang? Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden, was wir erreicht haben, aber noch nicht ganz zufrieden. Es gibt noch viel zu tun. Da hast du sehr recht. Da wäre ich ja doof, wenn ich jetzt zufrieden wäre. Wir haben keine Ehe für alle, wir haben keine Adoptionsrecht. Hallo? Und jetzt muss es aber mal werden. Die Frage ist tatsächlich, ob die Herstellung des Popcorns auch diskriminierungsfrei ablief. Also ob das aus menschenrechtsförderlichen Betrieben stammt, das Korn und der Zucker. Der Mais kommt aus politisch korrekt hergestellt, fair angebauten Landschaftsgebieten aus Nordrhein-Westfalen. Da wird der Mais noch gestreichelt, bevor er abgerupft wird. Richtig. Ich fühle mich gerade wie im Zoo. Guck ist, mal. Es ist wie im Zoo. Es ist wie im Zoo. Wir werden jetzt gerade alle angeguckt und man weiß nicht so genau warum. Warum guckt ihr denn alle so? Ich bin sehr hübsch. Bist du nicht?
Doch, ich bin total hübsch. Du bist fett und hässlich und krank. Ich habe aber heute nicht. Soll jetzt könnt bitte weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Es gibt hier nichts zu sehen. Ihr müsst bestimmt zur Schule oder so. Danke. Meine Güte. Kann doch nicht wahr sein. Passt mal auf, ich befinde mich gerade unter den Linden, hier auf diesem Mittelstreifen, da wo die ganzen Touristen irgendwie Bratwurst essen und sowas. Und da ist eine City-Toilette, weil die Weiners musste mal wieder pullern. Dann gehe ich auf diese Toilette. 50 Cent habe ich dafür investiert und dann geht die Tür auf und dann kommt ein Geruch raus, als ob da eine Ratte drin verendet ist. Und dann bin ich dann da drin. Und dann sagt die Weihnachts, wir gehen dann die Tür zu und dann drücke ich auf diesen Türzug-Knopf, dann war da Kacke dran. Wie, die Tür geht jetzt nicht zu? Ja, dann ich stelle mich jetzt hier so hin. Ja, Jessica stellt sich hin, das stinkt so erbärmlich in diesem Fieser. Wenn du ein Video machst, hast ich mach doch kein Video. Bitte, mach bitte so schnell du kannst. Hier kommt ein Gestank raus aus dieser City-Toilette. Sag mal, was haben denn die Menschen da drin gemacht? Es stinkt so widerlich. Das ist alles voller Bakterien und Kot. Ich hatte Kacke an meinen Fingern gerade. Da war Kacke an dem Zuschalter. Kommst du? Hi. Habt ihr einen YouTube-Channel? Ja. Ja. Wie heißt ihr? Jurassica Parker. Jackie O'Weinhaus. Ja? Hast du dein Handy mit bei, dann zeige ich dir das. Ja, aber ich habe kein Akku mehr, das leckt gerade auf. Oh Mann, so, hier, jetzt habe ich hier Handgel bekommen. Isana Handgel antibakteriell. Das ist ganz toll. So? Ja, nimm halt noch mehr, mein Gott. Du bist doch nicht der einzige Mensch auf der Welt. Ist genug. Danke, mein Schatz. Abmoderation. Wir sind jetzt fertig. Es war ein wunderschöner Tag. Es war ein Tag mit Herz, möchte ich sagen. Ein Tag, wirklich ein herzlicher Tag, ein sonniger Tag, ein Tag mit Vielfalt und mit Kot an deiner Hand. Kot an meiner Hand. Also es war alles wunderbar. Also die Kundgebung für Gleichberechtigung und Eiderhaut in Berlin auf dem Pariser Platz ist auf. Ja, red weiter. Ist auf jeden Fall für jeden was. So. Nee, es war wirklich fantastisch. Tolle Redebeiträge, tolle Diskussionen, tolle Künstler. Aber bist du besoffen? Nein, Mann, du bist ein Opfer. Gut. Nee, es waren ganz tolle Künstler. Und danke, Weinhaus, danke. Und das war's, gesessen Mäuse. Folgt mir auf YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat. Snapchat! Und Twitter. Und bis ganz bald, ihr süßen Mäuse. Bye! Sharing is caring.